Ah, yo, was geht von der Eingang Staffel? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Guardians of the Galaxy. Weiter geht's. Wir sind jetzt in der 12. Folge mittlerweile, Alter. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Er wurde alles vernichtet, mehr oder weniger. Ach du Scheiße, Digga. Sieht aus wie eine Überlebende. Boah. Wer ist da? Kein Kopf, Sisi. Kein Kopf. Ich nehme an, die widerliche Tentakelkugel ist ihr Kopf. Und ich kann euch damit hören. Bist du die Einzige? Offensichtlich nicht. Wer seid ihr, Fleischsäcke? Wir sind wegen Fum hier. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin die einzige Überlebende, oder werde es sein? Ich nehme an, du weißt, wo wir ihn finden können? Na klar, er frisst gerade meine Männer an seinem Schlafplatz. Der große Eisobelisk, der aus dem gefrorenen Meer des Kraterkessels ragt. Keine Sorge, wir kümmern uns um Fum. Natürlich, Terraner. Aber flieht bloß nicht hierher, wenn er euch jagt. Ich muss noch zusammenpacken. Kriegst du das alles hin? Ich brauche dein Mitleid nicht, Terraner. Ich fliege zurück nach Contraxia und lecke meine Wunden. Oh, hey, überleg dir das besser. Contraxia ist im Moment nicht gerade sicher. War es das jemals? Im Ernst. Vielleicht solltest du einfach mit uns kommen. Es war heute schon peinlich genug, auch ohne die Hilfe eines Fremden. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Okay, aber wenn du von einem Versprechen oder der Matriarchin hörst, bleib auf Abstand. Ich versuch's mir zu merken. Alles klar. Digga, Drax, bester Mann, erstmal dissen. So lob ich mir das. Naja, Tote kriegen keine Gehaltschecks. Übrigens, bist du nicht die Tochter des wahnsinnigen Titanen? Und wenn doch? Ganz ruhig, ich will keinen Ärger. Früher hätte ich dich wegen des Kopfgelds ausgeliefert. Früher einmal hätte ich dich deswegen getötet. Ha, ja, anscheinend haben wir im Moment größere Probleme. Anscheinend. Ah, Krieg unter Ladies. So. Okay, wir haben jetzt nochmal theoretisch für ein Upgrade. Okay, dann schauen wir mal. Ey, guck mal. Werkbank. So was sollte man doch benutzen, oder? Die brauchen sie nicht mehr. Ah, geil. Was hätten wir noch hier theoretisch? Schildregeneration ist krass. Es gehört dir. Und ich nehme das doch mit. Brauche ich zwar jetzt nicht unbedingt, aber egal. Ich hätte theoretisch noch 3 zu machen. Aber. Hoffentlich schlagen wir uns besser gegen Fum als dieser Trupp. Noch ein Jägerzeichen? Es ist unmarkiert. Zweifellos gehörte es einer dieser Leichen. Sie hatten wohl nie die Chance, es aufzustellen. Ich habe es für uns requiriert, um von unserer heutigen Tapferkeit zu künden. Es wird unseren Triumph oder unseren glorreichen Untergang markieren. Fum ist schlimm genug, aber er ist nichts im Vergleich zu dem Kampf, der uns danach erwartet. Dann markiert es unseren vorletzten Triumph. Ein Triumph nach dem anderen. Ja, Mann. Geh durch hier. Okay, Leute, gehen wir auf Drachenfang. Ja, wir nähern uns stetig unserem großen Schicksal. Du bist ziemlich aufgekratzt. Immerhin hat Fum das Lager vernichtet, als wär's nichts. Wir sind nicht nichts. Ich seh's wie Drax. Kein Berg zu hoch, kein Tal zu tief. So. Achtung, das Eis erhöht unsere Geschwindigkeit. So werde ich sterben. Junge, seid ihr... Oh mein Gott. Das war knapp. Ich hab noch keinen Bock drauf zu gehen hier, Alter. Aua. Wild. Geil. Das muss Spaß gemacht haben. So, damit wäre das mit dem Weg nach unten geklärt. Ich will gar nicht daran denken, wie wir da wieder raufkommen. Oder wie wir Fum darauf kriegen. Seht's mal positiv. Vielleicht sind wir dann ja tot. Unsinn. Wir werden siegreich bleiben und unser Triumph wird uns mit der Kraft von 10 Mann ab. Leute, passt auf. Wir werden auf einem Drachen reiten. Puh, ich hätte nicht gedacht, dass es noch kälter werden kann. An Tagen wie diesen bin ich froh, dass ich auf der Milano eine Sitzheizung eingebaut habe. Da vorn. Da ist unser Eisobelisk. Das muss das gefrorene Meer sein. Hier ist der perfekte Ort. Hier werden wir die große Bestie herausfordern. Fintech-Fu!
kommen und begegnet dann im Tod. Was machst du da? Wir können ihn nicht überraschen, wenn er weiß, dass wir da sind. Außerdem töten wir ihn nicht. Schon vergessen? Ruft mit, hier beweisen wir unsere Standhaftigkeit. Fin, Fin, Fum, dein Ende rückt näher. Nein, nicht sein Ende. Dieser Quill, los! Fin, Fin, Fum, Zeit für ein Nickerchen. Ich bin Groot. Rocket, du hast richtigen Namen gesagt? Rocket! Fin, Fin, Fum! Wir werden dir deine verflachten Mistzapfähne zusammenstutzen. Hörst du mich? Ja. Du schuppiger Riesengortalsplodian! Du fessider Klumpen Satakia Strauchfleisch! Du hast keine Angst! Geil, geil, geil. Ja, dieses Vokabular ist legendär. Jetzt ziehen wir uns aus! Nein, das tun wir nicht! Was ein Spaß, Digga! Sein Mongo! Und jetzt ziehen wir uns aus, du Geistesgelähmter! Oh geil, ich liebe es! Erwartung unseres großen Kampfes! Ekelhaft! Einfach hier durch! Macht euch auf alles gefasst! Oh das Junge! Ist technisch unmöglich! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Große Bedenken wegen des Eises. Wenn es Fum hält, hält es uns auch. Magno 4 soll einen gefrorenen Kern haben. Unter der Oberfläche sind jede Menge weiterer Eisschichten. Ist es eine Drachenfresse? Junge, Junge. Oh, genial, ey. Ich habe wirklich selten letztens bei einem Spiel so viel gelacht. Das ist wirklich geil. Und, wo ist er jetzt? Vielleicht hat er Angst vor uns. Unmöglich. Fum wurde furchtlos geboren. Das weißt du doch nicht. Im kalten Herzen eines sterbenden Sterns. Sterbende Sterne sind nicht kalt. Der schon. Meint ihr, sein Bau ist dahinter? Finden wir es raus. Oh oh. Ach du Scheiße. Ist das der Ziegenficker? Es ist der Bruder. Wallah, ein schöner Drache, schöne Farben hat er. Okay. Fing, Fang, Fum. Oh mein Gott, was ein Lebensbalken. Hinter ihn zur Aufgabe zwingt. Dazu müssen wir zunächst mal in diese Eispanzer aufkommen. Mach dich bereit, Fum. Vor dir steht Captain Hitzeknobbel. Hoffentlich weiß Lady Elbender unsere ganzen Mühen zu schätzen. Ich bin nicht so unbesiegbar. Ja, bringt auch die anderen Teile ab. Zieht mir den Kerl aus. Scheiße, Digga. Aber Fum, ruhig, Fum. Er ist kein Haus hier, Digga. Er ist einzigartig, das muss ich ihm lassen. Das macht zwei! Wo ist der Eisflug, Peter Quill? Seht ihr? Eisflug ist gar kein schlechter Spitzname! Vergiss es! Heute verdienen wir unseren Platz. Nice! Seine Meinung scheint sich nicht verbessern zu haben! Was ist das Letzte? Ach, komm schon! Noch mehr Feuer! Oh mein Gott, dein Ernst? Aua. Achtet auf die Klau! Meinst du? Aua, aua. Wer ist so großartig, wie die Legenden sagen? Großartig wäre jetzt nicht mein Wort der Wahl. Okay, das war's. Ist nicht mehr so heiß, was, du? Nur her damit, du Riesen-Eidechse. Ach du Scheiße. Ihr beide könnt den Felsen direkt ins Fußgesicht zurückschleudern.
So, warte. Für ein Drittel. Ein Viertel. Ich kann nicht glauben, dass wir mit einem Drachen kämpfen. Lass es los, Kinder! Dein erstes Mal! Ach du Scheiße. Wir haben ganz klar seine Aufmerksamkeit. Und er hat unsere. Oh shit. Hoffentlich sind wir dann quitt mit Hellwender. Wer hätte nicht gerne einen Drachen als Haustier? Ja, Schwanzkuss. Oh mein Gott. Geh auf, kleiner Kumpel! Ich bin bereit, kleine Lücke! Was jetzt, Peter? Rocket! Feuerwerk! Ja, Schwanzkuss. Wer hätte sich mit dem Riesenkarten verstanden, wenn wir den nicht halbiert hätten? Rocket, entsichern und los! Vereinen wir uns, wir sind langsam kalt. Ich bin sicher, Flug wird dich gerne aufwärmen. Da bin ich auch gespannt, Alter. Was ist los, Flug? Hat das Eis deine Klaue erwischt? Scheiße, bringt leider nicht viel. Let's go. Vorsicht! Was ist das ne geil? Fums untergehen. Ja! Wir können triumphieren. Fum ist besiegt. Von Seknaf 9, du wolltest ihn anhören. Du hast es versprochen. Dann sprich. Hoffentlich ist das die, in der du das Richtige sagst.
haben's verbockt. Haben dich betrogen. Haben dich beraubt. Haben dein Baby auf dem Gewissen. Das können wir nicht mehr ungeschehen machen. Aber wir bringen's wieder in Ordnung. Quill. Du Mensch hast ihn getötet, den Drachenfürst von Kakarantara? Nein! Nicht! Simsalabim, schon lebt er wieder. Der alte Cousin. Oh, das ist neu. Der arme Junge. Das Schicksal uns beide zusammengeführt. Lord Fu. Die letzte Ernte beginnt. Tote Welten, deren Schreie den Weltraum durcheilen. Wir müssen gehen. Sofort. Jemand muss sich der Kirche entgegenstellen. Aber allein schaffen wir es nicht. Du bezahlst eine Schuld und erschaffst dir eine neue? Nein, obwohl ich natürlich verstehen Genug. Kann... Ich sammle meine Streitkräfte. Also dann, Abflug! Wir haben es geschafft. Wir haben sie auf unsere Seite gezogen, erstmal vorübergehend, damit wir das Finale bestreiten können. Volle ja, Ladung! Die edle Lady Hellbender kämpft heute an unserer Seite, nachdem wir Fum besiegt haben. Fum den Unbesiegbaren. Klingt, als würde Drax größter Traum in Erfüllung gehen. Wir begegnen unserem Schicksal, Freunde. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Haben wir doch, oder? Klare Sache. Und außerdem haben wir Mantis wieder. Allerdings haben wir Warlock verloren und nur er kann den Magus exorzieren, wenn wir das Ritual gestoppt haben. Holen wir ihn raus aus dem Sektenknast. Im Ausbrechen kennen wir uns doch alle aus. Ich bin gut. Hat er noch den Tracker? Oh ja, das Ding kriegt er nicht so schnell wieder ab. Gut, wir müssen nur rechtzeitig da sein und hoffen, dass Lady Hellbender es auch ist. Wird sie, da bin ich ganz gewiss. Alles klar. Packt euren Kram, Leute. Macht alles einsatzbereit. Geht nochmal Pipi, wenn ihr müsst. Wir machen keine Pause mehr. Hey, Quill. Leih mir mal deine Musik. Wieso? Ich muss mich konzentrieren. Komm schon. Lass ihn nicht fallen. Mantis, was ist auf Lamentis Wild. Passiert, nachdem wir weg waren? So. Als wir dich zum letzten Mal gesehen haben, war die Lage prekär. Das ist eine lange Geschichte. Wir reden darüber, was sollen wir machen jetzt? Was die Star-Typ gesagt hat. Ich muss aber nicht. Gut, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn der Kirchenoper dich Glaubenscrunches machen lässt. Moment, Raker wird was tun? Kommt drauf an, aber irgendwann sagt jemand meinen Namen und dann ist da was mit Pipi. Toll, das wollte ich gar nicht wissen. Ich bin gut. Ach ja, kleiner Struppi, das Pipi könnte von dir sein. Nein. Hey Rocket, arbeitest du an was?
Ich arbeite immer an was. Du hörst dir nicht meine Songs an? Nein, du hast die Musik angemacht. Kann ich dann meinen Player wieder haben? Warum? Es läuft doch schon Musik. Genau. Also brauchst du den Player nicht mehr, um dich zu konzentrieren. Du könntest sie ausschalten. Ja, aber... Welchen Teil von ich muss mich konzentrieren hast du nicht verstanden? Worauf musst du dich denn da so konzentrieren? Auf etwas, das uns vielleicht durch diese Armada um die Sacrosanct bringt. Nur falls die Schädelgräfin nicht rechtzeitig auftaucht. Oh, und was wäre? Wart's ab. Interessant, okay. Was machen die zwei denn? Mantis! Ich habe unglaublich viele Fragen. Ich weiß, und ich habe so viele Antworten. Zum Beispiel, übernimm die Produktion. Oder, das ist nicht bloß ein Ausschlag. Oder, ja, das ist glutenfrei. Das waren jetzt nicht gerade die Antworten, auf die ich scharf war, aber vielleicht waren auch die Fragen schwach. Welche Fragen? Kein Problem. Ich komme schon klar. Ja, manchmal schon. Tja, die Alte ist ein Rätsel. Digga, dieser Kühlschrank. Türen anscheinend richtig gern. Sie geht immer wieder auf, also mache ich sie zu. Aber sie ist kaputt. Ich meine, sie ist immer kaputt. Das ist eine universelle Konstante. Ha, wieder was gelernt. Okay, was sollen wir jetzt machen? Rex ist nicht da. Hey, Käferlady, siehst du irgendwas bei dir? Soll ich pissen gehen? Nee. Ich sehe nicht viel. Oder besser, ich sehe. Putz dir damit lieber nicht die Zähne, Bratan. Oh, nee. Was riecht da so? Motoröl? Rocket! Wie ich es gesagt hab. Ja, lieber nicht. Nein, 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 nicht so. Was ist denn? Dein Angriffswinkel war falsch. Du musst von innen nach außen schlagen, zumal Rakers Körperrüstung Faltung nach innen hat. Ja, ein Peter Quill. Lust auf ein Sparring? Ich verzichte, lieber Drax. Ich will nicht vor dem eigentlichen Kampf schon erschöpft sein. Erschöpft? Aber das ist zum Aufwärmen. Keine schlechte Idee. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir den Hyperraum verlassen. Was ist, wenn wir angegriffen werden? Dafür haben wir Geschütze. Geschütze. Oh, ich fand's besser, als ihr euch noch nicht vertragen habt. Diese Moves werden Lady Hellbender bestimmt beeindrucken. Ich muss sie nicht beeindrucken. Der Sieg über Fin Fang Foom ist Beweis genug für meine Befähigung im Kampf. Ja. Das ist auch wahr. Ich bin nicht sicher, ob Lady Hellbender wirklich davon beeindruckt war, wie wir diesen Kampf geführt haben. Immerhin haben wir den Drachen versehentlich getötet, bevor Groot ihn wiederbelebt hat. Wärst du nicht von einem Mann beeindruckt, der einen Drachen schlägt? Nur wenn er es ohne meine Hilfe schafft. Diesmal wird Raker untergehen, Gamora. Versprochen. Und ich verspreche dir, dass ich Nikki da raushole, was es auch kostet. Wir werden sie rausholen. Gemeinsam. Gemeinsam. Okay, und wann geht's los? Also... Hey Käfermädchen, wieso kannst du Groot so gut verstehen? Du kennst ihn doch erst seit ein paar Zyklen. Talonisanisch ist in einigen Realitäten eine verbreitete Sprache. Die Chitauri sprengen Planet X nicht immer. Ich bin Groot. Ja, es gibt eine Dimension, in der... Das Ende ist nahe. Nein, streich das. Die Wächter der Galaxie sind nahe. Ich muss gleich kotzen. Geil. Oh, herrlich. So, rein in die Olga. Kapitel 14, ins Feuer. Déjà-vu. Täusche ich mich oder ist die Flotte jetzt doppelt so groß? Du täuschst dich, mindestens dreimal so groß. Die größte, die ich je gesehen habe. Und jetzt? Lichter aus, Triebwerke aus und warten, dass Lady Hellbender auftaucht. Ist denn sicher, dass sie kommt? Sie ist eine Frau von Ehre, eine Königin. Sie muss nur ihre Truppen sammeln. Und wie lange braucht sie dafür? Zu lange. Nein, wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir müssen die Galaxie retten und Nikki. So oder so, wir müssen da rein und dieses Ritual unterbinden. Mit dieser Flotte nehmen wir es allein nicht auf. Kleiner Struppi! Rocket! Verdammt, was machst du da, Mann? Wir müssen in die Sacrosanct dieses Ritual aufmischen, hab ich recht? Klar ist, dass wir hier draußen draufgehen würden. Also sorge ich für eine lautstarke Ablenkung. Mein Walkman!
Genau, der bläst denen jetzt gleich deine komische Musik überall um die Ohren, und wo das Gedudel herkommt. Schlittern wir ohne Triebwerke lautlos vorbei und gehen an Bord der Sacrosanct. Clever! Echt jetzt? Sein scheiß Walkman, Digga. Aber wenn wir gewonnen haben, holst du ihn mir wieder. Und jetzt komm rein! Okay, suchen wir uns einen Parkplatz. Erstmal parken. Unser Täuschungsmanöver funktioniert. Tu doch nicht so überrascht. Ich kann das Ding steuern, krass. Ich muss sie zurückholen, sobald das hier alles vorbei ist. Sorry, Quill. Sie werden sie wahrscheinlich in Stücke schießen, wenn sie sie gefunden haben. Dann sollten wir dafür sorgen, dass dieses Opfer sich lohnt. Könnten wir es bitte anders nennen? Oh, geil. Oh, nee. Warum flüstern wir überhaupt? Ich bin gut. Ich weiß, dass sie da draußen sind, aber sie hören uns nicht durch den Schiffsrumpf. Trotzdem flüsterst du noch. Wenn ich nicht der sein will, der die verflagte Schuld hat, wenn sie es doch hören. Aber sie können nicht. Geil. Klar, wenn sie es hören könnten. Es ist wild. Das ist wirklich wild. Okay. Ja, beiseite mit euch. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Oh Scheiße, hier guck mal, eine Scheibe kaputt. Oh, da die Welt hier. Was? Morgoths Atem. Wow! Ja! Lady Hellbender ist eingetroffen! Wächter der Galaxie, kommt raus aus eurem Versteck! Die Monsterlords von Sekhnath 9 dürsten nach Krieg! Wir verstecken uns nicht! Wir schleichen! Weil wir lebend an Bord der Sacrosanct kommen müssen! Dann werden wir hier draußen so viele abschlachten, wie wir können, während ihr euch hineinkämpft! Fresst, meine Kinder! Brecht ihre kläglichen Panzer auf und ergötzt euch an dem süßen, weichen Fleisch darin. Geil. Das ist so Metal. Dann lass mal rein, Jojo. Okay, Leute. Nutzen wir den Flug aus der netten Lady für unsere Zwecke. Los, knacken wir die Sackgasse. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Bis dann. So. Wollen wir ein bisschen fliegen hier? Ich glaube, du kriegst endlich raus, wie man sie fliegt, Will. Ich bin schon froh, dass du noch in einem Stück bist. Oh mein Gott. Oh. Ich hab den Schiff erwischt. Wir stehen unter Beschuss. Die Retterkarte. Lass mich deinen ordentlichen Kampf! Lass dich nicht treffen, Will! Ich versuch's ja, verdammt! Oh nein! Groot sagt, wir sollten uns nicht so lange mit Schießen aufhalten! Mist, das sind echt viele Geschütze! Entweder erledigen oder umgehen, aber wir müssen da durch! Oh shit! Treffen, dann gibt's doch keinen Schaden! Hilfreich, danke! Einfach durchkommen! Wir sind da. Nice Anzüge! Mantis, sicher, dass du sie fliegen kannst? Ja! Manchmal! Moment, vielleicht solltest du. Na super. Der Feind dreht sich. Alles klar. Geil. Gut, hat seine Mega-Fähigkeit.
Ah, der kann uns alle heilen, geil. Ja, mein Tracker zeigt Goldarsch in der zentralen Feldformation an. Wir müssen raus aus diesem Hangar. Sag was denn? Wenn ihr sie fest, Bruce! Ich mach kurzen Prozess für diesen Irrenkultisten. Macht es Spaß, wenn die Schwachen hier aufmal sind. Ja, Bruce, ich bin sicher, sie wissen genau, warum wir hier sind. Nice, let's go, ja. Immer drauf, bis sie platzen und knacken. Sehr geil. So viele Spinner zum Hochjagen. Warte, lass sie kommen, lass sie kommen. Nice Rocket. Sehr geil. Okay, wild. Noch mehr? Nice. Stark gut. Bam. Sehr schön. Von hier. Wie nah sind wir dran? Überhaupt nicht. Deshalb müssen wir in Bewegung bleiben. Verdammt, Sie haben die Irrenelite angefordert. Wenigstens haben Sie uns den Aufzug gebracht. Tödlichste Frau im Anmarsch. Kappen wir die Verbindung des Fliegers zu seinen Freunden. Und er wird dafür leiden. Oh mein Gott. Dabei willst du nicht im Weg stehen. Damit der Ruhe macht die anderen schwerer verwundbar. Der Geistliche muss schnellst verschwebende Scheißheilige wieder. Warte. Berg auf zu viel, Peter. Danke, Gamora. Groot, hilf allen auf die Bahn. Danke. Lasst euch nicht von den Verbessern treffen. Oh, den nächsten Boost. Scheiße. Lass die Geld rocken. Warte. Bam. Außer Sie haben noch einen Notfallplan. Vorsicht! Er heilt seine Freunde! Das ist nicht fair! Wo ist denn so? Der Quadratschädel pumpt seine Kuppel auf! Ich bin gut! Auf den Flieger! Er heilt sein Team! Diese Glaubenskisten sind instabil! Vielleicht sollten wir es doch nicht neben sie stellen! So, warte. Sagt der Nächste. Ja, der Flug so, ja, Runde. Extra böse Magie! Der Zauberer heilt die anderen! Was ist das Gegenteil von heilen? Das sollten wir nicht machen! Ich bin wurde auch Zeit! Macht euch den Crash! So, perfekt. Zeigt uns einer von euch Flankern, wo die Ritualkammer ist? Genau, wir haben das Feuerwerk mitgebracht. Nice. Wieder ein sehr geil. Eliminiert. Perfekt, Digga, let's go, das Biest. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wie zügelt man jemand so mächtigen wie Warlock? Wie können wir sicher sein, dass sie Warlock nicht konvertiert haben? Es würde erklären, warum sie ihn gefangen genommen und nicht einfach getötet haben. Und es wird jede Menge Glaubensmist in diesen Ort geblasen. Er hätte uns fast alle fertig gemacht, als er traurig war. Warlock hasst den Magus. Er hat das Ding bereits einmal vertrieben. Haben sie sich versöhnt? Ich und Groot wurden gefeuert und sind trotzdem hier. Nein, ihr seid gegangen. Aber trotzdem. Nein. Hätte der Magus Warlock umgedreht, hätte der uns hier erwartet. So.
Es ist nicht trudeln. Warum trudelt sie? Kümmert euch nicht darum, wie ich fliege. Schießt lieber ordentlich. Ihr lernt meine neue Leute kennen. Sie sind schon da, Mantel. Oh, flüchten von mir. Biblische Madonna lässt grüßen. Macht es Spaß, wenn ihr schwach die Opfer sind. Was? Überleg nur, was für ein Chaos Lady Hellbender jetzt veranstaltet. Sehr schön. Naja, wir fünf machen hier drin auch ein ziemlich ordentliches Chaos. Die Leute könnten ohne jede Furcht, die sind dem Versprechen komplett erlegt. Und wo sie herkommen, gibt's noch Millionen mehr. Hoffentlich können Mantis und Lady Hellbender die meisten draußen beschäftigen. Die Tür ist verflockt. Mist. Wir müssen diesen Weg nehmen. Versuch mal, sie zu überladen. Wo? Ach, da. Sind sie immer noch wütend auf uns? Okay, okay. Tut uns leid, dass wir beim letzten Mal so viel Unordnung gemacht haben. Tut es nicht! Zerschnetzelt! Wenigstens hat man sich die Milano nicht geschrottet. Sie ist eine wirklich erfahrene Pilotin. Sehr gut. Sehr schön. Halte sie auf, Crew! Ich würde gern wissen, wie sie so viele Uniformen in so kurzer Zeit anfertigen konnten. Vielleicht gibt es irgendwo auf dem Schiff einen riesigen Kleiderschrank. Geil. Ein Fanatiker weniger. Diese verwirrten Seelen wissen nicht, was das ist. Wir haben wieder Unordnung. Sehr geil, sehr geil. Groot hat recht. Sie haben angefangen. Ist ein großer Kult. Die haben bestimmt Hausmeister. Perfekt, jetzt mal. Genau. Die Putzkolonne. Der Dreck ist da hinten, Jungs. Ich glaube nicht, dass diese Leute rausfallen. Tu ihn weg! Weil die nicht aus unserer Wohnung ist? Sie macht nicht den Eindruck, als wollte sie nicht werden. Nerven, Frank! Ja, Hunde. Vielleicht gibt es irgendwo auf dem Schiff einen riesigen Kleiderschrank. Wie ein heißes Messer. Schreibt sie zusammen, Groot. Wenigstens hat Mantis die Milano nicht geschrottet. Noch nicht. Aber. Überleg nur, was für ein Chaos Lady Hellbender jetzt veranstaltet. Tom hat mittlerweile wahrscheinlich die halbe Armada zerlegt. Warte. Tu ihn weh, Gamora! Spürst du das? Wenn wir siegen, haben wir das erste Wahlrecht beim Bergungsgut, oder? Lass uns erstmal über die Ziellinie kommen, bevor wir die Beute. Der Bratan ist auch durch, sehr schön. Du sagst es, Kumpel. Sie werden mit allem angreifen, was sie haben. Und wir weichen aus. So. Ach, na also, hier geht's lang. Komm schon. Star-Typ, was bedeutet das wüste orange Licht auf deiner Steuerung? Welches? Das unter dem Klebeband. Oh, jetzt ist es gelb. Jetzt wieder orange. Gelb. Ignorier es einfach, Mantis. Du hast meine Warnleuchten überklebt? Sie haben mich abgelenkt. Klebebandprivilegien entzogen. Es ist mein Klebeband. Tja. Geil. Ja, ich bin's, Schwanzkuss. Ja, ich riech's auch. Irgend so ein Kultzeug. Der Baum hat keine Nase. Doch, hat er. Nur nicht da, wo du sie erwartest. Ja, ist das wirklich der sicherste Weg? Flag, nein! Aber sicher hat im Moment bei mir nicht die oberste Priorität. Quill, ich wette, du könntest den Rest der Bodenplatten hochziehen. Ja, ja, klar. Ein Zuckerschlecken! Nicht dein Fuß bekochen? Siehst du, hab ich doch gesagt. Gut mitgedacht. Sehr wild. So. Nein, es sind verflagte Riesenturbinen. Legende wird ja was anderes berichten. Lass mal hier rüber, gehen wir das hier. Eventuell brauchen wir es noch. Scheiße, okay, aber warte. Gibt sich große Mühe. Kämpft dagegen an, Feldmann. Ja.
So, hier rüber. Ich glaube dann wahrscheinlich hier hoch irgendwo. Ne, ich glaube, ich sehe den Ausgang. Pflanz deine Füße einfach in den Boden, Kumpel! Du kannst das! So, warte mal. Eine Sekunde. So werden wir nicht enden. Oh Gott sei Dank. Dann stell du dich vor mich. Ach du Scheiße. Junge ist da drüben. Gehen wir. Ich bin gut. Genau, wir spazieren jetzt durchs All. Ist unsere einzige Option. Tja, ich hab da eine Theorie. Yep, künstliche Schwerkraft. Klar, so ein großer Kahn braucht das für Wartung und so. Mann, ist das abgefahren. Stopp. Okay, los, los, los. Ja, geil. Seht ihr? Nichts dabei. Einfach wild. Okay. Ja, das Signal kommt von irgendwo in diesem verdammten Riesenfelsen. Ja, der Schrotthaufen feuert auf unsere Monster. Feinde voraus, Peter Quill. Okay, alles klar. Zeig, was ihr könnt. Ja, wirf's zu ihnen, Drax. Ja, Hunde! Na, wartet. Was? Sehr schön. Was haben wir hier noch? Okay, Rocket kann da was aktivieren. Aber mein Abzugsfinger ist von der vielen Malerei schon ganz taub. Warte, was machen wir hier? Sehr schön. Warte. Die Geschütze einzusetzen ist eine gute Idee. So. Zerquetsch die Drax! Richtig, aber. Vorsicht! Der große Akquin! Bomben bringen gar nichts! Oh, wichtig! Die Hauptschlacht ist das reichste Getümmel! Irgendwie wünscht sich, wir werden mittendrin! Klein der Hacker! Zu diesem Gefecht ist die gesamte Galaxie erschienen! Das ist sicherlich übertrieben! So. Hätten wir hier draußen anfangen sollen, das ist auch wieder rein. Großer. Wichtig. Wichtig. Vielleicht finden wir bald eine Abkürzung. Wichtig, sehr wichtig. Was habt ihr nun davon, ihr Misthüpfer? Rocket! Denkst du dir diese Wörter nur aus oder bedeuten sie wirklich was? Sie bedeuten, dass ich es satt habe, beschossen zu werden. Kannst du das Türschloss da knacken, Rocket? Ja, ich... Das hat nicht funktioniert. Das Kontrollfeld ist hinüber. Aber ich habe eine bessere Idee. Moment. Aus dem Weg! Jetzt ist Rocket dran! Und so wird's gemacht! Genial. Du darfst mich nicht so nennen. Wichtig. Zeit für den Schredder! Sie können uns nicht aufhalten, nicht jetzt! Wichtig. Der letzte Kill geht an mich! Ja, so bringt man den Vernunft bei. So. Ach, na also, hier geht's lang. Komm schon. Okay, gehen wir weiter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Danke, Groot. Danke, Grooti. Heiliger Mist. Neuer Zugang für Monster Valhalla. Es war ein Heldentod. Mantis, wie läuft's da oben? So viele Tote. Wir kommen hin. Die Bestien sind sehr tapfer. Halt einfach durch, okay? Wir machen gute Fortschritte. Oh mein Gott. Nice, Rocatius. Ich weiß es nicht. Vielleicht so eine Art Party? So, perfekt. Was? Er will wissen, wer die Leichen einpflanzt, zumal es hier keine Erde gibt. Ich verstehe nicht, was er... Er weiß, dass wir unsere Toten begraben. Okay, wir müssen hier irgendwie durchkommen. Offensichtlich sind wir in Eile. Versuch's mit deinem Glasanflieger. Also, lasst uns vorrücken. Peter Quill, ich fürchte, ich kann deinem Kind nichts tun, sollte sie für uns verloren sein. Natürlich würdest du das nicht zulassen, aber was, wenn sie uns keine Wahl lässt? Ich will ja nicht unsensibel sein oder so, aber mit dem Kind ist irgendwas absolut... Ich werde mich darum kümmern. Auch wenn es bedeutet... Ich werde mich darum kümmern. Dankeschön. Danke, Kumpel. Ja, ist natürlich, wird natürlich eine harte Sache, ne? Weiß jemand, was da unten ist? Nein. Besser als hier oben auf dem Präsentierteller. Nicht zu spät, um sich zu ergeben, Leute! Nicht eher die! Lass die Blaster fallen und wir einigen uns auf Unentschieden, okay? Mach Aufschnitt, Blitzmeldung! Hier drin ist es auch nicht! Ihre Niederlage erleichtert ist unerheblich! Durch. Und gegrillt! Mach mir den Bau! Er verstärkt seinen Trumpf! Der Geistliche muss schnellstens ausgeschaltet werden! Ja. Geil. Das Leben des heiligen Mannes ist vorbei. Ich habe nur versucht, ihn aufzuwecken. Diese verwirrten Seelen wissen nicht, was Schluss ist. Becker musste wissen, dass wir ihn hierher verfolgen, oder? Er unterschätzt uns. Damit macht er einen fatalen Fehler. Unfair. Er verstärkt jeden außer uns. Zeigt ihn. Auf die Spitze getrieben! Stell! Festnagel Group! Was ist das für ein Ort? Ein weiterer Schlachtgang aus der glorreichen Konflikt! Nein! Eine Reparatur! So, jetzt Batz! Batz! Rein, Jolga! Sehr schön! Rinder! Ihre Mistlichter aus! Hinter dein Ende! Das war der Hauptgang! Und hier kommt das Gefährt! Zeit für den letzten Schlag! Alles für dich, Rocket! Nice! Sind wir sicher, dass es durch die Zettel-Effekt nicht schneller ginge? Nein, danke! Nach dem, was ich dort gesehen habe, brauche ich bereits eine Therapie! Zack! Ich liebe es, Pultisten zu kloppen! Durchgeknallte Ehre verdienen! Seht mal, sie haben sich ergeben! Wir hatten ein starkes Argument! Und wir haben sie gnadenlos besiegt! Ich rechne ständig damit, dass ein Monster durch die Wand kracht! Das wäre sehr, sehr schlecht! Bleiben wir in Bewegung! Ich würde diesen Bereich gerne verlassen, ich kann die Schlacht nicht sehen! Weil du dann ja einen Blick auf Lady Hellbender verpassen könntest! Und auf Fin Feng Fu! Meinst du, Fum hegt einen Groll gegen uns? Wir haben ihn in seinem eigenen Baum besiegt. Er wird uns für immer als überlegen anerkennen. Schon, aber jetzt ist der Lady Hellbender das Haustier und sie hegt einen Groll. Das ja, ist wahr. Okay, es geht weiter. Die Dinger sind ja die Hunde. Verflockte Terminator. So. Ich frag mich, ob diese Dinger schmerzen. Falls ja, schütteln sie ihn schnell ab. Mann, dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Das Ding ist zäh. Wir müssen mit allem draufhalten. Geil. Ok.
Gamora ist schon geistesgang stark. Die nerven sogar, wenn sie in Flammen stehen. Ja? Also, ich sehe sie gern brennen. Oh, herrlich. So. Nicht darüber, oder? Oh, doch, darüber tatsächlich. Kommt schon! Bringt uns eine echte Herausforderung! Ihr langweilt die Wächter der Galaxie! Ich muss dir ein Kompliment machen, Peter. Wirklich? Dein verrückter Plan funktioniert tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass Lady Hellbender hier auftaucht. Ich war nicht sicher, ob wir Fum finden würden. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich weiß, was ich tue. Nein, ich glaube es nicht. Aber das spielt keine Rolle. Irgendwie wächst du im Chaos. Ja, wir wachsen. Was ist denn das für ein... Was ist das für unsere... Junge, bist du hässlich. Na, ist gut. Komm. Let's go, Junge. Nice. Jetzt ist er dumm. Oh, wichtig, Drake. Sehr wichtig. Nice. Super, so jetzt hier nochmal. Ich muss an dieses Teamwork-Play, das ist wirklich, das geht so geil von der Hand, das macht so Bock zu zocken. Oh mein Gott, nein. Aua. So, Junge, Schack. Sich noch rein. Perfekt. Schön noch reinhalten. Holy moly. Mit dem Radio. Er hat seinen scheiß Walkman zurück. Alles soweit okay? Ja. Das war nur so. Metal? Ja. Bester Mann. Wild. Schön, dass du deine Musik zurück hast. Du hast sie doch in den Weltraum geworfen. Es hat funktioniert, oder nicht? Und alles heil. Bis auf mein psychologisches Gleichgewicht. Zuerst mal schieben. Wir müssen da durch. Oh Gott. Ich mach das. Dankeschön. So, runter hier. Wieder in ein Loch. Toll. Du fragst, Löcher. Mist, Riesenroboter! Ich hasse diese Dinger, falls das wirklich ein Roboter ist. Warte mal. Na, ist gut. Glaubensenergie, richtig? Und die kommt von Person. Drag, schleudern! Jetzt komm, let's go.
Meine Knöchel können seinen Metallpanzer nicht tragen. Er ist auf dem Rhythmus. Schlagen wir ihn nieder. Nice. Ich würde diese Flagge lieber von der Milano aus behaken. Ich werde nie verstehen, wie du dich auf Maschinen verlassen kannst. Oh mein Gott, wie viele, Digga. Warte, ich weiß, was wir machen. Okay, das ist ein Bug. So, das ist ein Bug. Der Sieg wird bald unser sein, meine Freunde. Außer sie kriegen Verstärkung. In dem Fall müssen wir blitzartig handeln und sie von hinten erwischen. Aber was, wenn sie zu schnell sind? Dann brauchen wir einen anderen Plan. Bei jedem Kampf gibt es Eventualitäten, aber der Versuch, alle zu berücksichtigen, macht es nur schlimmer. Entspannt euch. Man denkt schnell zu viel, wenn's eng wird. Aber wenn wir uns konzentrieren, können wir hart zuschlagen. Wer ist dabei? Sterbt! Sehr gut, Peter! Zeit für den... Let's go. Aufpassen! Oh, geiles Lied. So. Messer ist besser! Hoffentlich visieren diese Monster nicht. Let's go, Digga. Wenn welche kämen, hättest du sie wahrscheinlich schon gesehen. Das ist deine Chance, Gamora. Der Kultist ist mir voll reingelaufen. Durchgeknallte Ehre verdient es. Jetzt ist die Zeit zum Angriff. So. Es wird mir Spaß. Ich frage mich, ob man nur an den Kämpfen zu genießen solche Ausklingen bauen könnte. Sie scheint ihren einzigartigen Kampfstil zu unterstützen. Perfekt. Rein da. Nice. Geil. Glaubst du wirklich in den Dingern? Richtig geil. Das wäre nicht das Merkwürdigste, was uns vernichtet haben wir die Maniac. Sind sie so oder so. Kommt, wir müssen wieder rauf, um Warlock zu erreichen. Überlass das mir. Let's go, ja, Maniac. Mach auf den Hals, sehr schön. Wenn wir hier überleben, sollten wir Lady Hellbender ins Team einladen. Wir haben auf dem Schiff keinen Platz für sie. Sie ist mindestens 3 Quills groß. 1,5 Quills. Höchstens. Ihre Rüstung allein wiegt bestimmt 6 Quills. Wisst ihr was? Lasst uns abstimmen. Laden wir Lady Gymnastikanzug ein? Nein? Ja. Nein? Ja, was du Fetze? Sie ist toll. Fies, aber toll. Achtung! Oh mein Gott. Das war unerwartet. Das Schicksal ist uns heute. Wir wurden nicht in die Leere hinausgesaugt. Weil Raker die Schwerkraft nicht ausgeschaltet hat. Hoffentlich ist er so mit dem Ritual beschäftigt, dass er nicht daran denkt. Sind wir sicher, dass Warlock auf der ganz anderen Seite ist? Ja, solange wir vorrücken, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, Dankeschön. Wir werden hier nicht sterben. Und falls doch, werden wir Ultaz sehen. Korrektur, ich werde Ultaz sehen. Der Rest von euch landet in dem heidnischen Paradies, an das ihr jeweils... Wohin gehst du, Quill? Ich folge meinem Bauchgefühl oder so. Vielleicht kommt Lady Hellbender bei der letzten Schlacht gegen den Magus dazu. Ich habe das Gefühl, sie hat alle Hände voll zu tun. Warte, lass mal hier rein. Große Hände. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Boni oder so. Ja, schon klar. Okay. Und fragt sich, ob die ganze Kirche hier versammelt ist. Muss wohl. Schließlich soll ihr Ritual so gut wie möglich geschützt werden. Mann. Jetzt? Ja. Ah, guck mal hier. Nur zum Schlag geht er jetzt wieder hin. Das nennt man Auskundschaften, okay? Es ist schade, dass Lady Hellbender zu Zeiten des Galaktischen Kriegs noch keine derartige Armee hatte. Sie hat ihr Vermächtnis geschafft. Wir können von Glück sagen, dass wir sie jetzt haben. Ja, und wir sollten sie nicht verärgern. So. Das war's, wir haben es fast geschafft. Okay, krass. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Warte mal.
Okay, nice, Digga. Was zum Fick? Was war das denn? Cosmo, bist du das da drin? Da. Spasibo, Wächter von Galaxien, für Hilfe, das Cosmo Versprechen verschmäht. Er jagt nicht länger Stöckchen, was ist Schlange. Und guck, Cosmo bringt mit Noah. Ja, schon geschnallt. Und Familie. Sag Privet, meine Bussis. Ach, Kumpel, schön, dich wiederzusehen. Ha! Cosmo ist ganz so wie nerviger Flo. Du denkst nur, Flo ist weg, aber plötzlich erbeißt dich in den Arsch. Er ist so ein guter Junge. Nicht. Cosmo ist bestes Junge. Jetzt wir geben diese Hirnflöhe solche Biss, wie sie verdienen. Zum Angriff! Geil, einfach legendär, Digga. Der kommt mit dem ganzen scheiß Planetkopf, Alter. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Wir sind jetzt schon seit über einer Stunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder ist, Let's Be Guardians of the Galaxy. Ich glaube auch dann wahrscheinlich auch zur letzten. Ich verabschiede mich. Bis dahin, checkt die Mieze für die Zwiebeln. Und haut rein.